Sag nochmal. Alter, das sieht aus wie Otto, Alter. Was für ein Job. Ey, es ist gerade wie in einem Traum so, ne? Siebter Stock, mitten in Berlin, Potsdamer Platz. Ich sitze hier auf dem Rooftop. 31 Grad, die Sonne knallt und K1 neben mir mit einer Zigarette in der Hand. Es ist unfassbar, was für ein Gefühl. Leute, ich muss kurz einmal innehalten. Sehr, sehr episch. Das ist wirklich sehr episch. Freut mich, dass wir uns endlich treffen. Ja, freut mich auch. Mein Bester, wie man hier schon unschwer erkennen kann, hast du ein neues Album rausgebracht. Ich habe hier noch ein paar Exemplare drapiert, so, die du vielleicht nachher noch unterschreiben könntest. Kein Problem. Der Junge von damals, ich muss dir eine Sache sagen. Erstmal Glückwunsch natürlich zum Album. Dankeschön. Ich muss dir eine Sache sagen, ich bin fast bestraft worden, weil ich das Album gehört habe. Warum? Soll ich dir mal sagen, warum? Wenn Sommer, du denkst dir, der Spaß, er fängt so ein Interview an und kommt gleich mit so einer Scheiße. Ja, das ist locker, alles gut. Und nimmt uns nicht böse, dass wir Sonnenbrillen tragen. Okay, also folgendermaßen, ich fahre Roller in Berlin. Mhm. Ich habe so einen kleinen Roller. Ich hatte damals auch einen Aerox Yamaha. Echt, ja? Meiner ist auch von Yamaha. Aber wir haben richtig getuned auf asozial, richtig eklig. Wirklich, ja? Ja, ja. Wie viel ist der denn gefahren? Ich sag das lieber nicht jetzt. Nein, komm, sonst kennt ihr ja nicht. Wie schnell war er? Sag, komm. Ich glaube 110. Und das war schon so, dass du Vollgas gegeben hast, dann ist vorne das Rad so hochgegangen. Mit 50 Kubik? Das ist ja fucking ernst. Okay, ja, mit so einem Sportauspuff, der so gekrümmt war und so. Du musst mir nachher erklären, wie das funktioniert, weil meiner fährt eine 65. Okay. Ich würde gerne ein bisschen mehr Tempo draufkriegen. Auf jeden Fall. Ich habe da einen Kollegen, Hassan aus Friedrichshafen, der machst du ja. Der braucht seinen Roller getunen. Hassan, ich geb dir, was du willst. Ey. Alles. Kein Problem. Unterbodenbeleuchtung, machen wir alles rein. So schöne Rims, ey, die sich drehen, wenn genau. Ich stehen bleibe, wie damals bei Lloyd Banks. Bei einem Roller. Auf jeden Fall, ich war Roller so durch die Stadt und das Ding ist, normal, ich habe nicht so viel Zeit, immer Musik zu hören zu Hause. Ich bin immer unterwegs und dann höre ich halt Musik auf den Kopfhörern und dann habe ich einen Helm drüber. Und die Polizisten in Berlin finden das gar nicht so witzig. Warum? Und ja, weil du wirst beeinträchtigt. So. Du sollst ja das sehen die doch gar nicht. Ja doch, die Kabel gucken hier raus. Aber ich glaube, das neue iPhone hat so ohne Kabel. Ja, hast du das neue iPhone schon mal gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Das neue iPhone hat ohne Kabel, aber ich habe noch nicht das neue iPhone. Deswegen haben die mich angehalten tatsächlich. Haben sie gesagt, hören Sie mal, die wissen schon, dass das verboten ist und so. Ich so, ja echt, ja, ich dachte, ich kann so hören, ich kriege ja alles mit, wenn einer hupt oder so. Nee, wir drücken auch ein Auge zu, aber normalerweise kostet das irgendwie, keine Ahnung, 35 € oder so. Was ist denn, wie wenn du Handy am Steuer hast oder so. Okay. Oder vielleicht sogar einen Punkt. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach weitergefahren. So, deswegen, schon mal eine kleine, Anekdote aus meinem Leben, zu deinem Album. Ja, warum warst du jetzt bestraft, als du das gehört hast? Naja, bestraft, die wollten mir fast einen Strafzettel geben. Das, ach so. Das war die Strafe, verstehst du? Okay, ich dachte, du hast nicht gefeiert. Nee, ich muss sehr, sehr echt zugeben, das Album ist, ich finde es sehr, sehr gut. Scheiß mal auf das Interview, hast du es echt gehört? Ich habe es wirklich gehört. Ehrlich? Du hast gerade WhatsApp bekommen, Digga. Ja, ja. Ist kein Problem. Ach, du denkst, ich hab das Album nicht gehört, Alter? Ich weiß es nicht. Okay. Hast du manchmal so Interviews, wo die Leute so sagen, oh, du musst jetzt mal Ich hatte das gestern, aber ich will den Radiosender gar nicht nennen, haben die gemeint, ja, hier müssen natürlich, können wir nicht live machen und so, und wir tun jetzt mal so, als hätten wir das Album gehört. Ich okay. So, okay. Echt ja, jetzt? Der Song war ja auch super, naja. Nein, Digga, ich hab das Album gehört, frag mich, was du willst. Also ich finde, was ich an dem Album ein bisschen traurig finde, was? Dass so wenig Feature-Gäste im männlichen Bereich da sind. Also ich finde, Manuel ist halt Killer. Ich hoffe, das Energy-Ding fliegt jetzt nicht weg. Wenn, dann wäre das geplant. Aber sitzt so voll cool mit der Sonnenbrille, knallt voll auf dem Kopf und die fliegt so. Ja, nee, die rutscht schräg runter. Das ist ja 1 Million Klicks bei YouTube auf jeden Fall. Ja, 100%. In einem Tag. Nee, das ist ja schade, Alter. Wie hast du denn da. Ich muss mal kurz drauf eingehen. Aber welche männlichen Features habe ich denn drauf? Warte mal, ich habe ja, Philipp hast, drauf. Ja, ich meine so auf die Kacke hauen. So. Ich mag Baller so. LG ist drauf. Ja, ich will mehr, Alter. Ich will noch mehr. Ich will mehr. Ich will also diese Sängerin, diese 15-Jährige, war? Ja, Mendes. Michelle Mendes. Einfach Kylie Jenner 2, ey. Hast du Fotos von ihr gesehen? Oh, wie die aussieht. Hast du nur wegen dem Aussehen genommen eigentlich? Nein, du hast ja gehört, wie die singt. Ja, die singt auch wirklich krass, weißt du? Die singt wirklich krass. Guck mal, ich habe extra Mary Winans kommen lassen, also aus Amerika. Wir haben Songs produziert. Ja. Und habe ich ihm gesagt, guck mal, so ganz ehrlich sein, wie er sie findet, weißt du? Weil die singt ja auch auf Englisch. Er hat gemeint, ey, Digga, du musst sofort unter Vertrag nehmen, weißt du? Du darfst den Leuten nur zum Anhören geben. Wenn die die sehen, die nehmen die sowieso. Ja, er meinte halt, das ist wirklich überkrass. Also, der sitzt gerade dran mit Diddy, die produzieren gerade ein neues Album. Ja. Und die hat wirklich, guck mal, der hat der Beyoncé produziert. Also, wenn einer wirklich sagen kann, wer eine gute Range hat und wer gut singen kann, dann ist der das. Hat ja wirklich 100 Nummer 1 schon produziert. Und er meinte, AK, jetzt nur von Freund zu Freund. Ja. Definitiv musst du mit der arbeiten. Ja, ja. Aber guck mal, die ist jung, guck mal, jung Potenzial. Die hat den Look.
Die Bravo dreht richtig am Rad wegen der. Und das ist eine Marktlücke. Ich hätte jetzt auch so einen kleinen Justin Bieber nehmen können zum Beispiel. So, aber das, ich sag halt, ich meine, momentan kommen ja so 1000 kleine Justin Biebers in Deutschland. So, ich sag, das wird niemals funktionieren, weil Justin Bieber gerade noch so heiß ist wie noch nie. Das stimmt, so, ja. Und deswegen, selbst die beste Kopie bleibt eine Kopie. So, und was gab es in Deutschland noch nicht? Also das letzte Mal war, glaube ich, Lafayette vor 15 Jahren irgendwie. Stimmt, die war auch so jung, wa? Ja, aber das ist 10, 15 Jahre her, weißt du? Ja, und deswegen habe ich gedacht, komm mal, Michelle Mendes, super Look, super Stimme, ganz nettes Mädchen, war dann mit den Eltern bei mir im Studio. Alles ganz cool. Okay, dann... Mega Talent. Okay, wenn sie 15 ist, wie läuft es dann mit der Bezahlung, wenn du sie bezahlst? Ich weiß ja nicht, was du... Vielleicht schenkst du auch ein Album. Den Eltern. Gibst du es dann den Eltern wirklich und die müssen dann sagen, okay, du kannst ein bisschen was davon abhaben? Das Ding ist ja gerade bei so jungen Künstlern, da gibt es auch so richtig so Musikgericht extra für junge Künstler. Okay. So, dass die nicht ausgenommen werden und alles. Und das wird vorher erstmal wochenlang oder monatelang gecheckt. Echt, ja? Ja, ja. Aber, ja. Wenn es den Stress wert ist, dann ist doch cool, ey. Ja, ich meine, ich wollte sie gar nicht fünfmal aufs Album draufpacken, aber die Songs waren einfach zu krass dann. Die haben mir voll gefallen und kann halt in jeder Richtung irgendwie, guck mal, bei Beverly Hills singt die auf Englisch, dann kann die Balladen gut singen. Und ich habe das halt krass gefeiert und dachte mir so, gut, somit kannst du die gut aufbauen. Ja. Komm, ich habe jetzt, das ist mein fünftes Album, was jetzt, also ich habe fünf Top-Ten-Alben in Folge, weißt du? Und irgendwann muss man auch mal anderen Leuten so die Chance geben, sich so ein bisschen im Musikgeschäft zu etablieren. So, und... ich meine, ist ja cool, weißt du, die hat einen ganz fairen Deal mit mir, so die Eltern sind da mit drin, okay. Alles super, die kleinen 15, 16-jährigen Jungs sind am Durchdrehen, boah, ich krieg mehr Mails wegen ihr als wegen mir. Echt? Die schreiben mir, ey, okay, bitte, wo kann ich ihr Privatnachricht schreiben? Ich so, Alter, schreibt ihr doch. Antwortest du tatsächlich auf die Nachrichten so? Naja, oft. Echt jetzt? Ja, wenn man, auch bei Facebook, wo du über 2 Millionen Fans hast? Ich krieg, glaube ich, in der Minute krieg ich, glaube ich, fast 20 Nachrichten immer rein. In der Minute? Naja, in der Minute? Schon hardcore. Und was machst du da mit denen? Beantwortest du die alle oder hast du irgendwie... Nee, ich kann nicht alle beantworten. Auf keinen Fall, Alter. Ich gucke mal, wenn der Betreff jetzt irgendwie so ist, ey, okay, ich bräuchte deine Hilfe oder was nicht, dann klickst du natürlich an, weil du weißt nicht, um was es geht. Aber du kannst auch viel Positives machen, weißt du? Gerade wenn du 2,3 Millionen Follower hast, so bei YouTube habe ich über 200 Millionen Hits, so auf, glaube ich, 20 Videos. So heißt, ich will jetzt nicht damit pushen, aber du weißt, was ich meine, ich habe einen großen Kanal und da kannst du auch viel Positives mitmachen. Okay. Komm, wie viele Vermisstenanzeigen habe ich schon geteilt und die Leute wurden dann gefunden und hat mir die Familie geschrieben oder irgendwelche krebserkrankten Leute, weißt du, mit Stammzellenspender und alles Mögliche, weißt du? Ja, das ist halt natürlich auf jeden Fall, du kannst halt gut spreaden, ja, kannst du viel machen. Ja, musst du den Kanal nicht nur zum Blödsinn machen oder zur Musik pushen, kannst viel machen. Weißt ja, so? Aber du bist aber gut, du bist ein krasser Facebook, du postest alles, Alter. Du hast so viele Videos am Start. Schickt dir eigentlich irgendjemand die Videos? Sag, komm, okay, das wird ein Hit auf Facebook. Nee, ich gehe meistens auf diese amerikanischen Seiten. Ja. Unilad zum Beispiel. Ja, Unilad, ja. Und da siehst du ja einfach richtig verrückte Stunts oder gerade Pitbull-Babys am Aufwachen. Ja, ja, ja. So, gibt so viele Seiten, auch bei japanischen Seiten. Und da nehme ich mir das halt raus und denke mir, okay, die Leute erfahren ja durch meinen Facebook-Kanal auch sehr viel über meinen Charakter, meine Persönlichkeit, weil die ja sehen, okay, der findet das zum Beispiel lustig, das findet er traurig. Das ist irgendwie so eine Lebensweisheit, die er zum 9 Uhr morgens postet, obwohl er noch nicht mal schlafen war wahrscheinlich. So, da kannst du auf jeden Fall viel machen. Ja, sehr, sehr gut. Ich hab da letztens gerappt und auf Facebook mache ich einen auf Scheiß-Poet. Mann, ey. Sehr, sehr geil. Ich muss ja zugeben, mein Lieblingshit auf dem Ding ist Dagobert Duck. Weißt du warum? Weil ich den komplett besoffen geschrieben habe, oder was? Hast du, ne? Ey, es ist kein Spaß. Also ich habe das ja hier beim Herrn Erich schon erzählt, liebe Grüße an der Stelle. Ich war im Studio und es war gar nicht geplant, irgendwie den Song aufzunehmen. Es war wirklich nur, ey, ich will jetzt im Studio chillen mit Gorex. Und dann haben wir einfach angefangen zu trinken und ich hatte tatsächlich einen Blackout, bin am nächsten Morgen aufgewacht bei einem Kumpel in Essen. Und dann habe ich angerufen und wollte den Abend irgendwie versuchen zu rekonstruieren. Hast du mich nach deinem Auto gefragt? Doch, na klar. Und dann haben die gesagt, mein Kollege ist gefahren. Mein Kollege ist, das war Wolf of Wall Street mäßig schon. Und ja, auf jeden Fall hat er gemeint, ey, du hast gestern so einen kranken Song aufgenommen. Ich so, krank, positiv oder negativ? Der so, Alter, also, der haut richtig rein. Echt, ich so, was hab ich denn da gerappt? Hast du echt betrunken aufgenommen? Du hast dich ja irgendwie noch so irgendwie festgehalten im Studio, damit du nicht umkippst, so? Ja, voll. Finde ich ja, aber dass du dann die Worte noch so rauskriegst, finde ich ja sehr, sehr bemerkenswert. Also, dass du dann so noch... Ja gut, das war jetzt auch kein tiefsinniger Song. Ja, aber weißt du, was ich meine? Dass du überhaupt die Worte klar aussprechen kannst, finde ich ja schon sehr krass, ey. Der feierst du am meisten? Ja, der ist echt der Geilste. Aber auch, der weil... Aber Drunken auch, Master, ey. Aber auch, weil der... Drunken... Ist das Jackie Chan, wa? Digga, kennst du noch, Digga, das wo du besoffen kämpfst? Digga, Drunken Master ist mein Spruch, wenn ich sage, Digga, ich war gestern so Drunken Master, Alter. Das sagt kein Mensch. Das sagt kein Mensch. Das waren die besten Filme damals. Wo er unterm Zug die Schlange im Schatten des Adlers, wo er so einfach so eine Katzen-Ding macht, so eine Katzenpote und damit kämpft.
So ein Scheiß, Alter. So ein Science Aber der ist Legende, weil der hat alles Stunts selber gemacht. Deswegen feiere ich den so krass. Chicky Chan ist auf jeden Fall der hat alles Legende. Stunts selber gemacht, der Typ. Bist du selber eigentlich auch so, so Karate-Kämpfer, oder? Was soll ich sagen? Ich würde erst mal fragen, ob du eigentlich auch so Sport machst, weil viele sind ja auf dem Sportfilm so aktuell auch sehr ja, viel. Lass du hast, trägst ja auch mittlerweile engere T-Shirts und sieht ja jetzt nicht, auch nicht schlecht aus. Ja. So. Aber ich bin nicht auf diesen Sportfilm. Nein, Mann. Lass die mal alle zur FIBO gehen. Aber machst du selber gar nichts? Ach, so ein bisschen vielleicht. Ein bisschen zocken, Basketball und so. Aber ich bin jetzt nicht auf diesem Film, dass ich sage, okay, ich muss jetzt komplett irgendwie ein halbes Jahr trainieren, um dann mein Album anzukündigen. Weißt ja. Du? Ja, gut, aber nee, das ist schon klar. Aber ich sag mal so, ja. Du hast ja auch ein ganzes Stück abgenommen, so, wa? Ja, einfach aufgehört, so viel zu trinken. Kommt's vom Alkohol? Guck mal, wie die, in Berlin einfach, glaube ich, so 10 Kilo schwer, weil wir nur feiern waren. Mittwoch, Matrix, Donnerstag, Party Puro, Freitag. Tube oder was weiß und ich hier. Und beim Kudorf noch was abholen, so um 4 Uhr. Ja. Und dann ab ins Motel One, Alter. Ja, das waren die besten Zeiten. Warst du nicht immer Motel One? Nee, ich hatte direkt am Kudamm hatte ich eine Wohnung, genau ja. Hinterm KDW. Ja, ja, das hört sich jetzt so cool an, aber die war 20 Quadratmeter nur groß. Und die war an der Fuggerstraße. Du kennst ja die Fuggerstraße, für was sie bekannt ist. Die Fuggerstraße, das sind sehr viele Homosexuelle. Ja. So, ne? Ich wusste das vorher nicht, als ich da hingezogen bin. Irgendjemand, weißt du was, mir irgendjemand, ich hoffe, du haust mir nicht aufs Maul, wenn ich das jetzt erzähle. Aber irgendjemand hat mir mal erzählt, eine Freundin damals, sie hat im Motel One gearbeitet. Ja. Und du bist manchmal da hingegangen. Ja. Was denn? Du bist manchmal da hingegangen nachts. Und da hast du erstmal mit irgendwelchen Weibern so. Hast du mal gerappt erstmal, ja? Ja. Und wie hab ich gerappt? In der Lobby oder was? Irgendwas wurde ich gerappt so okay. In der Lobby. Und dann hat sie gemeint, ich hab mir so 50-50 geglaubt. Du kannst jetzt bestätigen. Und du bist Rezeption, du warst nicht K1 oder Kenneth oder so. Warst immer nur der Ficker. Nein. Bitte sag, das stimmt. Nein. Hat sie gelogen? Hast du wirklich gelogen? Komm, Motel One stimmt. Stimmt wirklich? Eulen stimmt wahrscheinlich auch, aber ich gehe noch nicht zur Rezeption und sage, hallo, ich hätte gern Zimmer, ich bin der Ficker. Aber vielleicht warst du voll besoffen. Die denkt doch, ich habe Tourette-Syndrom dann. Aber ich bin, tut mir leid, hallo. Dass du das jetzt gesagt hast. Nein, ist ja kein Problem. Ich meine, wenn ich über dich so eine Story wüsste, würde ich es auch sagen, aber so. Boah, geil. Entschuldigung, das ist mir gerade eingefallen, weil du gesagt hast, du warst immer feiern und da habe ich gedacht, ja, wenn der Mann dann eine abschleppt so. Ja gut, ich meine, am Ende vom Tag weißt du ja nicht wirklich, was du gesagt hast, wenn du hardcore betrunken warst. Vielleicht war ich der Ficker vom Motel One. Ja, neues AKA. Du weißt. Der Ficker vom Motel One. Ey, Beste. Ja, Beste. Ja, Digga, ich versuche. Sehr, sehr gut. Wir waren jetzt abgeschweift, ne? Was haben wir überhaupt geredet? Über alles, Alter. Jackie Chan. Über Jackie Chan. Wow. Digga, wir warten auf die Klicks bei YouTube. Sollen wir ruhig auf den Kopf gehen? Ja, das wird Fail Army, Digga. Ey, apropos hier Dingens. Was ist das eigentlich für ein Foto? Die machen jetzt immer so Fotos auf die Zigarettendinger rauf. Hast du das mitbekommen mit diesem alten Mann, der irgendwie drauf war? Der war im Krankenhaus, weil er irgendwie so einen Tumor hatte. Aha. Also wegen einer ganz anderen Sache. Und dann haben die einfach das Foto genommen und auf so eine Zigarettenpackung draufgehauen und gesagt, ja okay, der hätte jetzt hier irgendwie Lungenkrebs und so. Und er hat die hardcore verklagt. Ach, die haben ihn fotografiert? Ja, aber stell dir mal vor, du bist jetzt im Krankenhaus. Okay, ja. Du hast ein Bein gebrochen. Du liegst da und irgendjemand fotografiert dich. Und, so. Und eine Woche später siehst du dein Gesicht so drauf. Verstehst du? Und du denkst, hey, wollt ihr mich verarschen, Alter, mein Bein war gebrochen. Oh Mann, und du liegst da so voll blass, unrasiert, bis er Krankenhaus. Ja, aber ich stell mir gerade die Situation vor, wie die Leute ins Krankenhaus kommen und sagen so, Digga, Selfie, komm. Boah. Und dann ihn so. Richtig eklig. Scheiß mein Wasser. Aber es war zu. Ja, krasse Nummer, aber schreck dich nicht so ab. So, Leute, es ist so krass heiß hier gerade. Ja, also ich schätze das wirklich auf 31, 32 ja, Grad. Ja, ist wirklich sehr, sehr heiß. Ich hab auch krass, dass der Sommer diesmal so spät kommt. Ja. Deswegen glaube ich, dass der Winter erst so ab Februar so richtig anfangen wird. Ja, hoffentlich fängt er gar nicht an, ey. Ja, Mann. Für meine Augen. Und letztes Mal, als Weihnachten war, ich glaube, da war 18 Grad oder so. Echt, war das so warm? Ich erinnere mich immer nicht so. Ich blende das immer aus. So. Ist auch oft besoffen, wa? Ja, auch, ja. Das macht der Job, ey. Du musst nur trinken, sonst hältst du nicht aus. Wo gehst du denn immer hin? Hier in Berlin. Hm? Ich bin im Pearl ab und zu. Okay. Dann, das doch hängst immer, wa? Ja, der lädt mich immer ein. Ja, okay, der sagt, okay. Ey, also wir sind zum Glück, wir haben uns mal kennengelernt über ein Interview und seitdem haben wir so ein bisschen gechillt. Und der ist irgendwo im Urlaub, der hat mir gestern im WhatsApp erst so ein Bild geschickt von irgendeiner Villa. Echt, der ist gerade im Urlaub? Hengst, was geht ab? Hengst, ey. Du Gauner, ey. Wenn der Party hat, der hat Freitags immer Party und ja, dann Urban Zoo heißt aber die. Aber mit dem macht Spaß. Mit dem macht Spaß, Alter. Er hat immer seinen Tisch. Ja. 50 Frauen und ich bin 51. So. Wie heißt der Song nochmal mit den Lichtern? Da kommt immer, wenn... Nein, Digga, wenn er eine Flasche bestellt. Ja, wenn eine Flasche bestellt. Digga, das ist so geil. Wie heißt denn das? Ich bin. Nee, warte mal. Nein, irgendwas mit Lichter. Flasche mit Licht, ja. Weil sie teuer ist. Irgendwas mit, weil sie teuer ist am Ende. Der ist der Beste. Warst du schon mal da?
Nee, war ich da nicht. Oh, Pure war ich damals immer gern. Ja, das war nicht so mein Fall. Die haben nie so mein... Da bin ich reingekommen. Nein. Einfach so dann haten. Das war nicht so mein Fall. Nee, ich war damals immer so cool drauf. Ich bin nicht reingekommen. Mann, Alter. Aber ich habe die aber auch oft nicht reingelassen. Digga, also ich bin einmal nicht reingekommen und einmal war einfach Kackmusik. So, das hat mir nicht gefallen. So, das war, also was heißt Kackmusik? Andere mögen es. Immer diese Ausrede, wenn man nicht reinkommt. Als ob man wegen der Musik in den Club geht, ey. Boah. Warum gehst du denn in den Club? Wegen dem Ambiente. Ja, echt? Wegen dem Ausblick? Wegen dem Ausblick von da oben. Pura, das war ja? Direkt auf Kudamm. Ja, das stimmt, stimmt. Ja, und dann Typ war ich immer öfter mal gewesen. Typ war auch cool. Wenn ich mal so richtig so denke, so, boah, heute habe ich so richtig Bock, Freaks zu singen. Da gehst du ins Matrix. Matrix war auch oft damals, ey. Boah. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass jeder auf der Matrix war. Alter. Ihr wart auf jeden Fall gut am... Du warst richtig gut am Feiern. Gibt's den Laden nicht noch? Ja, der läuft, ey. Ja? Nee, der wird doch die ganze Zeit im Fernsehen gezeigt, so bei Berlin Tag und Nacht. Deswegen okay. Ja, immer, stimmt, das habe ich mal gesehen. Deswegen ist der immer am Start. So. Ja, läuft gut, Alter. Die ganzen Touris wollen ja dahin so. Die sagen so, boah, wenn ich mal nach Berlin komme, dann will ich erstmal die Berlin Tag und Nacht WG sehen. Und dann den Club, wo die ganzen... Dann Energy, diesen Gregor kennenlernen. Aber cooler Club, also waren wir echt oft. Ja, ja, das war's halt. Eigentlich. Felix bin ich nie reingekommen. Felix, aber es, ja. Da waren ist, immer der ist genau da hinten, Alter. Da waren immer die ganzen hübschen Frauen so vor der Tür und ich bin nicht reingekommen. Er ist nicht mehr so angesagt. Nein? Ist nicht mehr angesagt. Wann warst du letztes Mal in Berlin feiern? Jetzt kriegt er eine Klage hier, Image-Schaden. Boah, ich mach... Ey, Felix, die lassen mich da nie wieder rein. Er meinte eigentlich Felix, den Typen. Felix, ja, dieser eine. Ja, der kommt da nicht mehr rein, meint er. Nee, ich wollte ja so ein bisschen so Insider-Wissen von mir geben. Ist wahrscheinlich nicht so, aber gut. Pass auf. Wann warst du letztes Mal hier feiern in Berlin? Vor 2 Monaten. Echt, wo? Ja, bei der Alice Brauner. Die hat so Filmproduktion mit ihrer Familie. Ah, okay. Und ja, die haben mich dann... gebucht, ja. Und dann waren wir da noch feiern. Geil. Mhm. Pass auf, du bist du eigentlich noch so richtig als ein normaler Mensch zu gelten? Also, nee, wie sagt man das? Gehst du eigentlich noch normal in den Supermarkt und so einen Scheiß? Nee, spinnst du, Alter. Machst du das nicht mehr? Bist du verrückt? Echt, ja? Sag mal. Nee, jetzt mal ehrlich. Ich geh nur zu Feinkostläden. Mann, hör auf, Alter! Natürlich! Echt, was, soll ich verhungern oder was? Nee, keine Ahnung. Was soll ich leben? Von meinem vielleicht, Fame? Soll ich mein Fame essen? Kannst du ja bestellen, Alter. Nein, ach Quatsch. Ich gehe ganz normal in den Supermarkt, ich gehe ganz normal draußen rumlaufen. Ich meine, also, das ist immer das falsche Bild, was die Leute haben. Weißt du, dass die sagen, ey, guck mal, der geht ohne Schutz nicht raus. Und dann siehst du irgendwo einen Bodyguard hier. Nee, also, du kannst auch gerne mit zum Auto gleich kommen, du wirst nicht einen Bodyguard sehen. Also, Was, bist du mit deinem Auto? Nein, passt doch. Ja. Was für S-Klasse? Nee, hab ich nicht mehr. Was dann? Sag doch. Nein. Komm, Alter. Lambo haben wir gesehen, S-Coupé. Der Lambo habe ich nicht mehr. Das kommt immer, guck mal, hätten wir jetzt das Interview vor ein paar Jahren geführt, hätte ich alle meine Autos aufgezählt. Ja, ich weiß. Da hatte ich noch keinen Führerschein. Von einem Jahr hätte ich alle meine Autos aufgezählt. Aber ich finde, das kommt immer so Angeber-Pusher-mäßig. Okay, ich habe MBK-Roller. Okay, ich bin mit Trabi hier, okay? Trabi, okay. Alter, aber mies aufgetürmt bestimmt, oder? Alter, MAE-Felgen, alles Sound. Was ist eigentlich so mit Dingen so? Rari. Rari hier. Ich bin mein Rari. Nein, Rari ist zu Hause. Kommst du eigentlich mit, interessiert dich eigentlich sowas wie Big Brother oder sowas? Promi Big Brother? Guckst du das an? Ich guck mir das gar nicht an. Nee? Nee. Kennst du diese Jessie zufällig? Ja, die kenne ich. Boah, Alter. Das ist ein Robot. Ja, echt? Ja. Was habt ihr miteinander irgendwas zu tun oder so? Ich kenne die halt so. Die ist auch wirklich sehr cooles Mädchen. Ich weiß nicht, wie sie sich jetzt gerade im Container gibt. Ja. Aber so privat, ich schwöre, du kannst richtig krass mit der feiern. Das ist so eine Kumpeline. Echt, ja? Ja, so richtig. Aber die ist wirklich cool. Die ist auch null eingebildet oder so behindert. Die ist eigentlich richtig cool. Warum, wie ist sie denn? Wie gibt sie sich denn ich, nein, ich sehe immer nur im Internet, dass sie wieder mal nackt war. Die zeigt nur ihre Brüste. Laber doch keinen. Ja, geh doch mal ins Internet. Mann. Muss ich kurz einloggen so? Du scrollst einmal runter, da ist eine ganze Galerie in ihren verschiedenen Outfits von dem Big Brother Haus. Ich glaube, da müssen wir mal Big Brother schauen. Ja, müssen wir. Bist du Tittenmonster. Sehr, sehr geil. Warum macht die das? Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum Frauen das machen. Mal, guck, ich guck so wenig Fernsehen, das geht richtig an mir vorbei, ey. Ja, ist doch besser so, läuft nicht so viel Zeug. Hör lieber Radio. Ja, okay. zu allerletzt, weil ich weiß, allerletzt sind wir schon fertig, oder? Nein, ich will eigentlich nicht aufhören, aber mir wird so hinten werden so Zeichen gegeben. Wo? Überhaupt keiner macht Zeichen. Wer macht denn Zeichen? Wenn Kay sagt, wir reden weiter. Dann lass doch weiterreden. Dann müssen wir noch ein bisschen weiterreden. Okay. Nicht zu allerletzt, aber ja, voll geil, dass wir überhaupt einmal über das Album gesprochen haben. Leute, out now. Haben wir nicht über das Album geredet? Nee, komm, egal. So, dein Ernst? Lass lieber über Jackie Chan sprechen. Nein, lass uns über das Album reden. Das ist eine Frechheit. Das macht doch Spaß, Alter. Nein, aber guck mal. Das war Spaß, hallo. Als ob ich jetzt sage, ey, wir müssen jetzt über das Album reden. Ich finde das Album ist draußen, ich habe mir Mühe gegeben. Album ist draußen, du hast die Mühe gegeben.
du hast einen Song, Digga, du hast erzählt, dass du den Song betrunken gemacht hast. Du hast erzählt, dass du mit Michael Mendes 5 Songs hast. Das war Spaß, ey. Okay, gut, Mann, ich bin da sehr dingend so. Ich merke das schon. Ich kann mit sehr impulsiv, Alter. Ich kann mit Kritik nicht so gut umgehen, Alter. Ja, das ist Justin Bieber hier in Berlin, wa? Ja, Justin Bieber. Also für die Leute, die das sehen, Justin Bieber ist heute in Berlin. Heute ist aber ein Tag, Mittwoch. Ja. Das wird wahrscheinlich an einem anderen Tag. Aber schade, wäre ich gerne hingegangen, Alter. Ja, brauchst du noch Tickets? Habt ihr Tickets? Ich weiß nicht, ob ich was für K1 klären kann. Eigentlich nicht, Alter, aber ich mach auf dicke Hose. Nein, ich hast du Tickets? Ich persönlich nicht, aber ich könnte vielleicht mal fragen, ob du 1, 2 kriegen könntest. Wen willst du denn fragen? Ja, irgendwen im Sender halt. Ach so. Ja. Aber das ist halt so dein Innenraum. Dann stehst du dann mit den ganzen Beliebers und dann musst du nur Selfies machen mit denen und dann macht es dir auch keinen Spaß. Feierst du Justin Bieber? Ja, voll. Echt? Also ich finde, man sieht's nicht, aber ich hab die Haare so wie er. Überhaupt nicht. Gar nicht, Alter. Früher, Digga, früher. Hast du ihn nie mit blonden Haaren gesehen? Sag nochmal. Alter, das sieht aus wie Otto, Alter. Was für ein Job? Ey, dein Ernst, ich schwör. Zerstört gerade. Aber das ist immer das Geile, wenn man so einen Star sieht und man sieht so man die Frisur und so, man macht die gleiche Frisur, dann denkt man, ey, man sieht jetzt aus wie der, obwohl man so ein ganz anderes Gesicht eigentlich hat. Wenn jemand an... Müssen wir wirklich gerade erst aufhören? Nee. Sagst du auch ja, müsst ihr aufhören? Die sagen überhaupt nichts. Wer ist denn überhaupt der Chef? Das Geile ist, die Leute sehen gar nicht die Leute hinter der Kamera. Da sagt gar niemand, wir sollen aufhören. Hast du gerade gesagt, ich sehe aus wie ein Otto, Alter? Ja, wie Otto. Kennst du nicht Otto Walkes? Ja, wenn Mann, die Haare so flattern. Aber er ist übertrieben nicht hübsch, Alter. Nein, von den Haaren, nur die Haare. Okay. Aber mehr Justin Bieber, okay? Okay. Mehr Justin Bieber. Ja, ich mag Justin Bieber, aber ich schwöre, du hast mich zerstört gerade. Okay, Leute, kauft ein Album, wenn ihr Lust habt, ich schwöre, er ist ganz okay. Bester Mann. Top-Typ. Wir müssen öfter Interviews machen. Ja, Alter. Ich würde dich ja gerne einladen immer. Ich lade dich jetzt immer ein, egal. Aber auch, wenn du kein Album rausbringst. Freunde, wir unterschreiben noch ein paar von diesen Dingern hier. Und die verlosen wir dann immer. Lass mal irgend so eine coole Frage machen, die sie beantworten müssen. Okay. Irgendwas aus dem Interview jetzt raus, mal gucken, wie die aufgepasst haben. Irgendwas richtig Behindertes. Okay, irgendwas richtig Behindertes. Okay, warte. Was ist sein Spitzname, wenn er besoffen feiern geht? So, das ist, glaube ich, schon genug Info. Ja, oder so. Ja, was sage ich, wenn ich... Genau. Wie betitelt er sich selber? No Home, Alter. Ich glaube, du wohnst in der Fugger Straße. Also, wie betitel ich mich, wenn ich zuletzt... Wir haben das Wort vorhin gesagt. Also mal gespannt, ob ihr aufgepasst habt. Ja, und unter den ganzen Antworten verlosen wir dann 2 Boxen und noch ein paar Alben so, ja? Ja. Ist das okay für dich? Warum habe ich das extra mitgebracht? Zum Zeigen oder was? Echt? Ich weiß nicht, vielleicht sind die alle. Vielleicht, guck mal. Vielleicht sind die alle leer, Alter, du bist gar nicht drin. Jetzt geh ich wieder. Aber nee, ich habe die Box auch zu Hause, Digga. T-Shirt ist drin, Black Edition ist drin, normale Dings ist drin, was ist noch drin? Übrigens, zu allerletzt. Was denn? Deine letzte Box. Ja. Jung genug, um drauf zu scheißen, hatte ich auch. Dieser Handy-Charger. Ja. Nach dem ersten Mal ist der kaputt gegangen, Alter. Ey, die sagen gerade, wir sollen aufhören. Ich habe den einmal geladen. Die sagen gerade, wir sollen aufhören. Okay, ciao. Lass du mal. Du musst es so fallen lassen. Nee, es kommt eine Rechnung. Peace.